Du solltest dich fern von ihnen halten. Zwei Männer gingen hinauf zum Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer betete: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Kein Dieb, kein Ehebrecher und auch kein Zöllner. Aber der Zöllner wollte nicht einmal die Augen zum Himmel heben. Er sprach: Gott, verzeih mir, sei mir gnädig. Ich bin ein Sünder. Gott segnete den Zöllner und nicht den Pharisäer. Jeder, der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und jeder, der sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Matthäus, komm. Seht ihr? Jetzt ruft er sogar Sünder auf, ihm zu folgen. Welche Sünden wurden wohl von seinen anderen Anhängern begangen?